Damit ich nicht zu viel umdenken muss. Der kriegt hier noch zwei Einheiten. Ein, zwei. Fünf. Auch noch fünf. Die ich planen muss, schrägstrich kann. Auch da nehmen wir noch mal so drei Einheiten von denen mit. Dann denke ich noch mal die, den Trupp. Die werden ihre eigenen Truppen kriegen. Ich glaube, der hier wird hier noch mitkommen. Ich habe nur zwei. Dann machen wir das so. Dun, 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 dun. So, okay. Ah, ich habe vergessen, mein. Ich muss meinen Diplomaten da unten in Venedig bewegen. Ich habe einen besseren Vorschlag. Wir machen einfach so. Und ihr gebt mir Geld für meine Karteninfos. Sehe ich auch so. Warum eigentlich nicht? Muss ja noch mit dem Papst Handel ausmachen. Da ist eine dänische Prinzessin. Und die will Handel. Ja, Handel ist okay. Wie wir es auch nochmal mit. Nein. Mit meinen Karteninfos. Und ihr sagt ja, das ist fantastisch. Okay. Sie haben Stettin eingenommen. Also Stettin. Gut, gut, gut. Liber de Compositione Alchimie. Nein, danke, keine Lust, ist das jetzt zu lesen, das ist egal. Venedig ist jetzt auch mit beim Kreuzzug dabei. Nicht dein Ernst. Es ist nicht dein verschissener Ernst. Ja, das ist klar. Magdeburg, das ist der Bogner fertig. Dann kloppen wir da jetzt noch eine Garnison rein. Nee, Bevölkerungswachstum der Farmgemeinschaft. Novgorod, das ist der Priester fertig. Mein Priester soll ja eigentlich den hier platt machen. Oder so. Das hat ja gut funktioniert. Das hat ja gut funktioniert. So. Die sind hier soweit in Planung. Braucht ja auch noch ein bisschen. Moment. Ich habe hier 1, 2, 3. Wenn ich die besetze mit den dreien hier, da habe ich noch zwei Plätze frei. Der eine Typ hier kommt dazu. Da habe ich immer noch einen freien Platz. Habe ich. Wieso habe ich mich so vertan? Könnte sein, dass ich noch eine Einheit litauischer Bogenschützen haben wollte. Das könnte sein. Naja. So. Wartislaw von Warschau. Wartislaw? Wartislaw? Seltsamer Name. Venedig ist Gesamtführer oder so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wovon dieser Gesamtwert eigentlich abhängt. Weiß ich gar nicht. Der geht dann auf Bran. Also die gehen auf Bran und die da hinten gehen dann auf Bukarest. Ich meine, wenn ich es mir so genau angucke, ich brauche ja eigentlich keine Full-Stack-Armee. Aber vorsichtshalber
eine Fullstack zu haben. Man weiß ja nicht, was passiert. Wird jetzt auch nicht fragensverkehrt sein, oder? Ich hätte auf jeden Fall keine Lust auf eine Feldschlacht mit diese, gegen diese Deppen hier. Boah. Ja, viel zu extrem. Viel zu extrem. Es wäre schön, wenn die sich endlich irgendwie fortbewegen würden. Einfach weg. Einfach irgendwie sagen, hier, wir liefern uns eine Megaschlacht. Wir gehen auf eine Megaschlacht gegen Hauptmann Edmund. Dines. So. Hä? Ich kann nicht rechnen, ne? Ich kann überhaupt nicht zählen. Achso, nee, doch, die Bauern wollte ich ja. Okay, warte, dann nehme ich die Bauern schon mal raus. So, dann passt das auch. 3, 4, 5. Ja, perfekt. In 2 Runden sind, bin ich fertig mit der Rekrutierung und dann 3, 4, 5. Ich glaube, das könnte doch eng werden für ihn. Ich glaube, er schafft es nicht mehr zu Lebenszeiten, Ungarn Platz zu machen. Es dürfte eng werden. Es dürfte auf jeden Fall sehr eng werden. Gut. Alles klar. Dann kriegt das Ding jetzt nochmal einen Hafen. Und wir eine beendete Runde. Ich hab das schon wieder vergessen. Es ist garantiert die Mission abgelaufen, ne? Ja. Mission gescheitert. Warte mal. Ich lade nochmal den automatischen Speicher. Der speichert ja immer quasi zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Runde beende. Nein, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Runde beginnt. Kenne ich anders? Aber gut. Ich war direkt davor und ich habe versagt. Was für eine Scheiße. Ach, das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Ich denke da nie dran. Ich denke nie an diese verdammten... Weißt du, ich bin... Mein Fokus liegt gerade so extrem auf dem Krieg gegen den... mein Fokus liegt gerade auf dem kommenden Krieg gegen Ungarn. Da denke ich doch nicht an sowas. Ach Mist. Das ist halt ein bisschen Geld, das flöten gegangen ist. Ne? Das ist halt ein bisschen schade. Aber jetzt auch nicht der Weltuntergang. Also das geht schon. Was sucht der denn hier? Also nach Kairo geht's dahin. Okay, fahr vorsichtig. Bis später. Wusch. Zwei Runden auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall noch 2 Runden warten. Ich hoffe, er rekrutiert hier nicht noch mehr Truppen. Oh, ein türkischer Diplomat. So, ich brauche hier einen neuen Attentäter hier. Ja, sauber. Mietmörder, das ist gut. Der ist sowieso schon ein talentierter Mörder, jetzt ist er ein Mietmörder. Und wenn ich ihn in der nächsten Runde dann irgendwas ermorden lasse hier wieder, dann stirbt er. Ganz jämmerlich. Ganz jämmerlich, ich wette drauf. Ach ja, gut. 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 Dann beenden wir die Runde, oder?
Habe ich noch irgendwas zu tun? Ja, nicht wirklich. Außer Geld sparen. Weil ich alles geplant, vorgeplant habe, ne? Ach, das wird noch ein paar Runden dauern. Ach ja, Heiliges Römisches Reich. Was willst du jetzt schon? Willst du meine Siedlung kaufen? Ach, bitte lass Magdeburg in Ruhe. Ach. Wenn ich gerade etwas überhaupt nicht gebrauchen könnte. Ja, mal. Ne. Das lohnt gerade überhaupt nicht. Das lohnt überhaupt nicht, nein. Einer hat sich irgendwie versteckt. Ach nee, der hat sich dahinter versteckt, okay. Ach, Mann, ich habe nur Unfähige, die Idioten. Alle unfähig. So, Spanien und Wien, die schwache Beziehung. Toll. Fantastisch. Super. So, die brauchen auf jeden Fall auch noch eine Runde. Dann. In Thorn sind sie fertig. Gut. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Kiew. Stuttgart. Vielleicht, ich arbeite, also ich arbeite nicht wirklich viel mit Ballisten. Vielleicht ist das ja ein Fehler. Aber ich muss sagen, ich finde, die sind jetzt nie, die sind jetzt halt nicht so extrem stark. Stärkste Seite. Das sind wir. Unser Königreich besitzt nun die mächtigste Streitmacht der Welt. Wären alle Truppen an einer Stelle versammelt, könnte niemand eine Armee in die Schlacht schicken und unsere besiegen. Andere Herrscher sollten gut nachdenken, bevor sie uns verärgern. Nice. Jetzt könnten wir Dänemark noch nicht, ja, nicht platt machen, aber finanziell irgendwie überholen und dann hätten, wären wir kompletter Führer hier. Voll cool. Haltet 15 Regionen. Okay. Kontrolliert die Region 12. Mit den vier, die jetzt gerade von Ungarn kontrolliert werden, hätten wir das genau erreicht. Oh, bulgarische Banditen. Schau mal einer an. Es ist mir eine Ehre, Ich aber ich bin nicht für Verhandlungen hier. vertraue den Venezianern grundsätzlich gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Okay. Guck mal, da ist Rom. Och, Prinzesschen, lass mich doch in Ruhe. Ach, Mann. So, Ungarn, verpiss dich. Seid ihr exkommuniziert? Mailand, oh. Okay. Ich meine, hat jetzt nicht so wirklich Auswirkungen auf uns. Es ist eher so, oh wow. Als ein oh no. So, die Truppen ziehen los.
So, dann können wir hier für die auch direkt mal los ausbilden. Erstmal schöne, ja, und so. Dann werden die nachher noch Bogenschützen brauchen. Und so, ja. So wird's laufen. Novgorod, das ist der nächste Priester fertig. Und ich werde hier noch ein paar mehr Priester brauchen. Oder wie es aussieht, auch andere Sachen. Wo ist denn der Typ hier hin? Da hinten. Ach komm, 66%. Ach, aber der schafft's mit 33. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gleich 0, aber. Naja. So, Vilnius, kleine Kirche. So, Weg blockiert. Achso, ja, dessen Weg war blockiert. Gut, 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 gut. Du mordest hier nochmal. Oh, 95%, cool. Wie gesagt, er levelt sich da jetzt ein bisschen auf. Das würde er auch brauchen, weil damit er nicht halt sofort bei den nächst beschissensten Situationen verreckt. Und dann heißt es für uns, ab geht's weiter in den Süden. Ich bin gespannt, wer Kairo holt. Wir werden es nicht sein.